Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 8. September 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Jetzt am Wochenende ist es soweit. Zwei wichtige astrologische Konstellationen, über die ich die ganze Woche schon gesprochen habe, werden jetzt wirklich Wirklichkeit. Denn Jupiter hier jetzt heute nur noch 15 Bogenminuten vorm Eintritt in die Waage entfernt, wird morgen am Freitagmittag um 13.18 Uhr in die Waage treten, wo er sich dann für ein Jahr aufhalten wird über den Kardinalpunkt in der Waage. Man kann im Grunde hoffen, dass Jupiter etwas mehr Gerechtigkeit und einen stärkeren Austausch auf Augenhöhe in der Waage mit sich bringen wird, dass er solche Dinge wie Frieden, Schönheit und Harmonie fördern wird. Manchmal ist es allerdings so, dass Jupiter eben oft die Dinge noch verstärkt, die da sind. Und das wäre natürlich bei der aktuellen Weltlage nicht so schön, aber hoffen wir das Beste, dass Jupiter in der Waage im Kardinalzeichen halt einen Schritt nach vorne macht in Richtung auf Begegnung, auf Augenhöhe, dass sich Menschen, die gleiche Rechte haben und sich als Menschen begegnen können, dass das das Ziel sein könnte. Parallel dazu, am Samstag Mittag ist es so, dass Saturn auf 10.18 direktläufig und Neptun auf 10.29 rückläufig, dass sich diese beiden großen Planeten das dritte und letzte Mal exakt zum Quadrat vereinen. Danach läuft das Quadrat auseinander. Also diese Geschichte, die uns jetzt auch über ein Jahr begleitet hat und für viele Menschen so eine Probleme gebracht hat, weil sie eben hin und her gerissen waren zwischen den Anforderungen der Realität auf der einen Seite und dem Wunsch, der Sehnsucht oder eben auch dem spirituellen oder religiösen Ideal auf der anderen Seite. Dieses Quadrat wird nochmal exakt und löst sich dann quasi auf. Auch heute und morgen und am Wochenende ist Merkur weiterhin rückläufig, also vorsichtig mit Abmachungen und eben alles gut prüfen, was euch auf den Tisch kommt. Interessant ist, dass der Mond heute Nacht ins Zeichen Schütze eingetreten ist, wo er bis zum Samstagmittag bleiben wird. Samstagmittag geht es weiter in den Steinbock. Diese Dinge werde ich aber nochmal auch beschreiben, morgen am Freitag, wo es um die Aussichten zum Wochenende geht. Aber im Schützen wird der Mond natürlich hier direkt über Saturn laufen und direkt über Mars laufen und das Quadrat zu Neptun machen. Also er wird das Saturn-Neptun-Quadrat selber nochmal aktivieren. Das passiert alles heute Nacht. In der Nacht zum Freitag ist der Mond dann kurz nach Mitternacht auf Saturn und um 20 Minuten nach Mitternacht auf Neptun. Wer also nach Mitternacht noch wach ist, kann anhand des Mondtransits in Kurzform das Neptun-Saturn-Quadrat erleben. Außerdem wird natürlich der Mond dann auch ins Quadrat zur Sonne gehen, Sonne in der Jungfrau. Das heißt, es ist das zunehmende Halbquadrat zwischen Sonne und Mond, eine Spannung zwischen Sonne und Mond. Morgen, Freitagmittag ist das perfekt, weil der Mond im Schützen halt als Feuerzeichen Ausdehnung möchte, sich bewegen möchte, großzügig mit allem ist und die Jungfrau die Dinge lieber zusammenhält, hat also damit zu tun, halten wir die Dinge eher zusammen. Konzentrieren wir uns auf den Alltag oder philosophieren wir, erheben wir uns daraus und geben der ganzen Sache etwas mehr Fülle und Raum. Heute am Donnerstag laufen diese Dinge aufeinander zu. Dann eben morgen am Freitag und am Samstag kommt es nochmal zum exakten Zusammentreffen dieser Dinge und dem Übergang des Jupiter. Das ist alles sehr interessant. Wir werden das beobachten. Morgen gibt es wieder ein Tageshoroskop. Heute wünsche ich uns allen einen schönen Donnerstag und sage Tschüss.